So Leute, moin moin, willkommen zum weiteren Shop-Video. Heute leider, heute früh, ich war gestern so am Arsch vom Turnier noch, ich war gestern früh auf, ich habe gestern kein Video mehr gemacht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. So, fangen wir direkt an hier vorne. Der Farbenflieger. Sehr nice Gleiter für 500, kann man sich gönnen. Dann haben wir die Strandbomberin, immer noch ein sehr geiler Skin. Sehr, sehr geil. Sollte man auf jeden Fall im Inventar haben. Dann die Tarnung noch dazu. Farbensternchen. So, dann die neue Tarnung. Strandwille. Ja, die sieht sehr nice aus, aber ich finde den Preis etwas überteuert. Also 500 hätte auch gereicht. Sieht echt nice aus, aber 700 finde ich wirklich etwas teuer. So, zielsicher. Ja, würde ich sagen, ja. Oh, noch die Tarnung hier. Verstohlenes Schwarz. Schade ist, im Ingame sieht man die Details nicht, also weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, so eine Tarnung zu holen. Die sieht auch noch nice aus, Luftkampf. Und dann hier der Überschall-Skin, finde ich sehr nice, der Skin. Vor allem, wenn man vier Farben hat. Also vier verschiedene Optionen. Der sieht ein bisschen aus wie Black Ops hier. So, kommen wir zu Rebellion. Ja, wer so auf so außergewöhnliche Skins steht, kann sich auf jeden Fall den Skin gönnen. Dann ein Ratschlag. Den finde ich auch etwas teuer, den hätte 300 oder so 200 hätte easy gereicht für den. Vor allem, weil noch nicht mal Musik dahinter ist. Ein Tropfenschnitt, die sieht übelst geil aus, die Spitzhacke. Ja, Salbus ist auch sehr nice. Kann man zum magischen Schwingen. Auch sehr schön. Dschungelsperrin. Für 800 kann man sich auf jeden Fall gönnen. Also auf jeden Fall ein nicer Skin. Dann der tiefe Dip für 200. So Leute. Nicht vergessen, Creator Code alle 2 Wochen neu eintragen. Und für die noch nicht eingetragen haben, auf ihre für Nexus in Creator Code eintragen, auf annehmen tippen und sich dann was gönnen. So, das war's mit dem Video. Haut rein. Bis später.